Sie haben mal ein Konzert gegeben, ein Freiluftkonzert bei minus 8 Grad. Stimmt diese Information und sind Ihnen da nicht die Finger eingefroren? Ich denke, es war viel kälter noch. Ich denke, es war mindestens minus 20 und es war wirklich sehr kalt. Und wir haben ein bisschen was an Heizgebläse gehabt auf der Bühne. Das war ein Konzert mit Zucchero, mit dem italienischen Rocksänger. Und das war ziemlich lustig. Also ich muss wirklich sagen, es hat fast mehr Humor dabei gehabt als ernste Musik, weil das kann man eigentlich nicht spielen bei 20 unter 0. Aber Sie scheinen ungewöhnliche Orte zu mögen. Ich habe hier als Stichwort noch stehen, dass Sie mal in einem Krater gespielt haben. Ist das richtig? Was war das für eine Geschichte? Ich habe mal ein Solokonzert gegeben in einer Höhle, Vulkanhöhle auf Lanzarote, der Insel, der Kanarischen Insel. Und dort, das war sehr interessant, weil diese Höhle war, da hat es ein Theater gehabt für über 1000 Leute im Erdinneren. Das war wirklich unglaublich. Und dann das nächste Jahr darauf hat man mich eingeladen, in einem großen Krater, im Inneren des Kraters ein Konzert zu geben. Da waren noch immerhin 6000 Leute da. Das war ein unglaubliches Erlebnis, ein richtiges Urerlebnis. Ich habe auf der Fahrt hierher ein Stück gehört von Ihnen, Little Drummer Boy zum Beispiel, oder ein Stück von Bach, die Sie ja dann ganz anders interpretieren. Wo holen Sie Ihre Inspiration her? Ziehen Sie sich zurück, wenn Sie ein neues Album oder ein neues Stück planen? Jeder Künstler hat ja so andere Arten, sich inspirieren zu lassen. Wie gehen Sie davor? Also ich muss sagen, zu diesem Album Midnight Clear, das ist das erste Mal, dass ich nicht eigene Melodien oder eigene musikalische Ideen verwende oder nicht ausschließlich. Das ist das erste Mal, bei dem ich Melodien zu einem bestimmten Thema ausgesucht habe. Und das Thema ist eigentlich eben ein Thema, das man auch in Weihnachten, in der Weihnachtszeit, vor allem vor der Weihnachten, eigentlich wieder so hochsteigt aus der Tiefen des Unbewusstseins während des Jahres. Es geht das sehr oft verloren. Das sind einfach, hier geht es um die Werte Frieden, hier geht es um die Sehnsucht nach Frieden und nach Mitgefühl, die Hoffnung. Es geht um diese Werte eigentlich. Das ist ja das, was Weihnachten repräsentieren würde, wenn es nicht durch den Kaufrausch völlig überdeckt wäre. Ich habe eigentlich Lieder ausgesucht, die diese Werte und diese Themen transportieren und daraus ein Album gemacht, zusammen mit eigenen Liedern. Und hier bin ich also das erste Mal eigentlich von außen inspiriert, wenn man so sagen will, das ist ein großes Wort ein bisschen geworden, dass ich einfach diese Melodien genommen habe und versucht habe, in unsere Musik hineinzubauen. Sonst normalerweise ist unsere Musik eigentlich, entsteht aus der Improvisation. Also stundenlang spielen, bis etwas entsteht von selbst. Denn ich teile das, glaube ich, mit den meisten Komponisten auf dieser Welt. Die Stücke, die wirklich bedeutend werden dann im Laufe der Zeit, sind Stücke, von denen man sagt, wir haben sie geschrieben, von denen wir das selber das Gefühl haben, wir sind auch nur Empfänger gewesen. Also die schreiben sich wie von selbst. Die gute Musik schreibt sich von selbst. Und so ist Improvisieren und freies Spiel eigentlich der beste Weg. Da muss ich doch nochmal nachfragen. Das heißt, Sie fangen einfach an zu spielen, Sie improvisieren und irgendwann merken Sie dann, ja, das könnte was sein, was man festhalten kann. Und mit wie vielen Musikern machen Sie das? Machen Sie das mit Ihrem, haben Sie ein festes Team, mit dem Sie da spielen? Sehr oft mache ich das allein einfach mal, fange ich mal an und bringe es in eine Form. Wenn etwas wirklich etwas Vielversprechendes drin hat, dann mache ich so lange, bis es eine Form hat oder mehrere Formen, die ich dann lose, eigentlich einbringe, wenn ich mich treffe mit meinen Freunden und dann kommen deren Ideen dazu und so entsteht eigentlich dann ein Stück. Wenn ich etwas schreibe für Orchester, dann setze ich mich natürlich hin und schreibe wie normal. Also aber auch da ist am Anfang die Improvisation. Und ich habe also auch schon mit Orchester improvisiert, also mit 100 Leuten, habe ich einen Weg gefunden, mit denen das so zu kommunizieren, dass sie sich frei fühlen. Und man kann sich nicht vorstellen, was dann entsteht. Wenn solche Leute, die also großes Orchester, Warschauer Symphoniker, spielen perfekt ab Noten, so wie es geschrieben ist. Wenn die plötzlich frei sind, das ist unglaubliche Kraft, dann ist das Orchester doppelt so laut, doppelt so kraftvoll und unglaublich harmonischer Klangkörper. Für die ist das natürlich dann eine absolute Ausnahme, ein Abenteuer. Und die engagieren sich unglaublich in solchen Momenten. Vielen Dank für das Gespräch. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.